Herzlich willkommen zurück zum Global Infotag Online. Nächstes Thema auf unserer heutigen Agenda sind die Verbindungen im Stahl- und Holzbau. Ich werde Ihnen die nächsten ca. 45 Minuten unsere Verbindungen im Stahl- und im Holzbau kurz in einer Übersicht vortragen. Dazu werde ich ein paar Folien zeigen und dann im Anschluss daran live im Programm Airfam das Programm Joints etwas näher vorstellen. Im Anschluss daran wird Ihnen Herr Faulstich ein FEM-Modell erzeugen, einer nicht standardmäßigen Verbindung und Ihnen hier dann auch zeigen, wie man mit Volumen- und Kontaktelementen Verbindungen in Airfam berechnen kann. Zunächst aber, wie gesagt, die Übersicht über die Verbindungen. Das Zusatzmodul RF-Joints oder Joints im Programm Airfam ist für uns praktisch das übergeordnete Modul, in dem sich alle Module, alle Verbindungsmodule drin verstecken und beinhaltet sind. Innerhalb dieses Moduls RF-Joints finden Sie sogenannte Anschlussgruppen und diese Anschlussgruppen sind dann eigentlich die Module, die eigentlichen Module, die Sie käuflich erwerben können. Hier ist das gegliedert nach Stahlbau und nach Holzbau. Bei den Anschlussgruppen stehen aktuell zur Verfügung Stützenfüße, gelenkige Anschlüsse, Mastbauanschlüsse und die DSTV oder typisierten Verbindungsanschlüsse. Die Module RF-Joints für die Stützenfüße und für den Mastbau gibt es schon länger. Die Module RF-Joints Stahl gelenkig bzw. RF-Joints Stahl DSTV wurden erst dieses Jahr in den Programmen angeboten. Schauen wir uns zuerst die Stützenfüße an. Bei den Stützenfüßen gibt es einmal eingespannte Stützenfüße und gelenkige Stützenfüße. Bei den gelenkigen Stützenfüßen haben wir insgesamt 4 Varianten und bei den eingespannten oder biegesteifen Stützenfüßen 5 Varianten, die wir auswählen können. Bei dem RF-Joint-Stahl gelenkig handelt es sich um Trägeranschlüsse an Stützen und Trägeranschlüsse an Trägern. Die Trägeranschlüsse an Stützen sind in insgesamt 4 Varianten verfügbar. Die Trägeranschlüsse an Träger werden also noch in Zukunft hier dazukommen. Wer dieses Modul dann schon eventuell hat, wird diese Trägeranschlüsse an Träger automatisch mit dazu bekommen. Hier ist es so, dass in dem RF-Joint Stahl alle Anschlusskomponenten, also bei dem RF-Joint Stahl gelenkig, alle Anschlusskomponenten in der Geometrie innerhalb sinnvoller Grenzen anpassbar sind. Das heißt, Sie können die Schraubenabmessungen, die Blechdicken, Blechabmessungen und so weiter, auch die Anordnungen verändern und die Anschlüsse werden mit den Formeln des Eurocodes innerhalb des Moduls berechnet. Sie sind also hier innerhalb dieses Anschlusstypes relativ frei in der Geometrie. Bei dem RF-Joint Stahl Mast handelt es sich hauptsächlich um Winkelanschlüsse. Hier haben wir 3 Hauptvarianten. Also einmal diese K-Anordnung oder diese räumliche K-Anordnung und dann den durchlaufenden Stützen oder Eckstiel im Prinzip, Eckstielverbindung. Und je nachdem, welche Hauptvariante Sie wählen können, haben Sie verschiedene Untervarianten, die Sie hier mit erledigen können.
Bei dem RF-Joint Stahl DSTV handelt es sich um typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau nach dem entsprechenden Ringbuch, das vom Deutschen Stahlbauverband auch erarbeitet und herausgegeben wurde. Hier sind biegesteife und gelenkige Anschlüsse enthalten und wir haben also hier bei den biegesteifen 5 Varianten und bei den gelenkigen 3 verschiedene Varianten. Der Unterschied zu den anderen Modulen hier bei dem DSTV-Modul ist, dass hier nicht selbst gerechnet wird in dem Programm, sondern es wird abgeglichen mit tabellierten Werten, die in einer Datenbank hinterlegt sind. Dementsprechend ist auch die Geometrie fest, so wie das im Ringbuch definiert ist. Aber was das Programm leistet, ist hauptsächlich auch, dass man die maßgebenden Schnittgrößen herausfindet. Es gibt eine Grafik dazu und Sie kriegen entsprechende Vorschläge, welche Verbindungstypen möglich werden. Das sehen wir also dann auch noch im Detail. Bei dem Holzbau haben wir also eigentlich nur eine Anschlussgruppe derzeit. Das Modul heißt Joint Stahl, Stahl zu Holz. Es handelt sich dabei um Schlitzblechverbindungen, die über Stabdübel hergestellt werden. Und sie haben 3 Hauptvarianten. Einmal das freie Trägerende, das Trägerende, das an eine Stütze anschließt und eine Träger, der an eine unterteilte Stütze anschließt. Je nach Variante, in der Hauptvariante, haben Sie hier verschiedene Schnittanordnungen, wie die Anschnitte gemacht werden hier. Und Sie sehen schon, das Ganze ist sehr gut geeignet für Fachwerkkonstruktionen. Und Sie können hier entsprechend auch einzelne Dübel inaktiv schalten, wenn Sie die bei einer bestimmten Konfiguration nicht brauchen. Und entsprechend hier das Dübelbild auch nach auslegen lassen und hier sehr schnell solche Verbindungen auch bemessen. Das war diese Hauptgruppe, die unter dem Namen Joints oder RF Joints zusammengefasst ist. Und wie gesagt, diese Anschlussgruppen innerhalb sind dann die erwerbbaren Bausteine, die Sie aus dieser Familie Joints erwerben können. Außerhalb dieser Familie Joints gibt es noch die Programme Holprof bzw. RF Holprof. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um Hohlprofilanschlüsse, so wie sie in Ebenen und räumlichen Fachwerken auftreten. Es sind also geschweißte Verbindungen für Rechteck, quadratische und Rundhohlprofile. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Haupttypen, also ebene Haupttypen und 3 räumliche Anschlusstypen, so wie Sie sie hier sehen. Ist also jetzt für solche Rohrprofilkonstruktionen ein vielverwendetes Modul und Sie finden im Eurocode entsprechend auch die Nachweisverfahren, wie zum Beispiel Durchstanzen oder Flanschversagen dieser Hohlprofile. Es gibt auch relativ viele geometrische Bedingungen, die hier einzuhalten sind, was das Programm für Sie entsprechend dann leistet. Ein weiteres, sehr verbreitetes und eines unserer Hauptprogramme bei den Verbindungen ist das Programm Rahmeck bzw. RF Rahmeck Pro für geschraubte Eckverbindungen in Rahmenkonstruktionen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um biegesteife oder momententragfähige Rahmeneckanschlüsse und man hat also hier die Möglichkeit, Kreuzstöße, durchlaufende Stützen, Kniestöße oder T-Stöße zu berechnen in verschiedenen Varianten und Kombinationsmöglichkeiten, wie wir dann auch noch sehen werden. Das war jetzt im Prinzip nur mal so der Grobüberblick über die einzelnen Module, die wir haben, und es gibt relativ viele andere Anschlusskonfigurationen und Varianten und häufig ist man nur in der Lage, das mit finiten Elementen zu berechnen, und
Da wird es dann auch ein Beispiel geben. Und wir haben also hier das Programm RFM. Das ist ja eigentlich, sagen wir mal, das gleiche Programm, wo auch diese analytischen Joints-Module und so weiter integriert sind. Und mit dem können Sie dann auch mit natürlich etwas mehr Aufwand, aber auch generelle allgemeine FEM-Verbindungen berechnen. Dann haben Sie im Prinzip keine Einschränkungen mehr in der Geometrie oder in der Wahl der Schnittgrößen. Sie haben diese Modellierungsmöglichkeiten, wie wir sie in RFM kennen, und Sie haben ein vollwertiges FEM-Programm, also nicht ein Programm, wo im Hintergrund irgendetwas über finite Elemente gerechnet wird und Sie kriegen nur das Endergebnis kurz heraus, sondern Sie können im Prinzip alles in alles anschauen, alles inspizieren. Sie haben volle Zugriff auf die Vernetzung und die ganzen Zwischenergebnisse und so weiter. Mit dem Zusatzmodul RFMAT-NL können Sie dann auch plastische Nachweise berechnen und so entsprechend auch in der Wirtschaftlichkeit hier Zugewinne machen. Möglich ist auch, dass man solche Verbindungen nur an den Stellen, wo also die Verbindungen interessant sind, auflöst in finite Elemente-Modelle und dann an den anderen Stellen vielleicht übergeht zu normalen Stabelementen, mit dem Vorteil, dass Sie dann die Steifigkeit dieser Nachbarkonstruktion über die Stäbe mit dabei haben und entsprechend auch natürlich die Lasteinleitung und so weiter automatisch über diese Stäbe geschieht. Schauen wir uns die Module noch mal ein bisschen genauer an. Beginnen mit den gelenkigen Stützenfuß. Es ist wichtig zu wissen, welche Einwirkungen hier bei diesen Stützenfüßen und bei den ganzen Modulen generell auch berücksichtigt werden, denn nicht alle Programme oder nicht alle Schnittgrößen werden in der Regel hier im Eurocode auch behandelt. Oft sind das nur in der Ebene belastete Verbindungen, und so ist es eben hier auch bei diesem gelenkigen Stützenfuß. Wir haben hier gelenkig, das heißt, wir haben eine Zug- und eine Druckkraft und wir haben hier zwei Querkräfte, aber wir haben keine Biegemomente und keine Torsion zum Beispiel, die hier berücksichtigt wird. Die Nachweise sind je nach Modul und Ausführung abhängig und werden also in der Ausgabe hier, das ist also so ein Auszug aus der Ausgabe, dargestellt. Wir bemessen natürlich die Standardwichtigsten, die Standarddinge, wie zum Beispiel der Druck unter der Fußplatte oder die Schubtragfähigkeit einer solchen Verbindung über einen Anker oder einen Dübel. Auch wir modellieren immer auch das Fundament mit, sodass wir auch den Betonkantenbruch in beide Richtungen mit berücksichtigen können. Und des Abstützversagens und das Ausziehen aus dem Beton und so weiter mit berücksichtigen können. Wenn Sie jetzt hier eine Zugkraft haben, wird hier, wie es bei den Biegesteifenverbindungen auch bekannt ist, hier so ein T-Stummelmodell gebildet und entsprechend diese Fließlinien und so weiter alles ausgerechnet. Und Sie machen also dann hier einen richtigen plastischen Nachweis für diese Verbindung auf Zug. Da gibt es also jetzt hier verschiedene Ausführungen. Einmal hier diese konische Ausführung, dass man also bei breiten Stützen die Stützenquerschnitte auch verkleinern kann und auch wirklich einen gelenkigen Anschluss dann hat. Oder zum Beispiel auch eine rechte Rohrverbindung, die sie ja oft auch haben. Oder das gleiche gibt es dann auch für Rundrohre, hier mit einer Knacke aus Flachstahl zum Beispiel. Ausgeführt. Bei den Biegesteifenausführungen gibt es dann hauptsächlich den Köcher, der bei uns in Deutschland sehr verbreitet ist, auch für Zug, Druck und für die Querkraft und die Biegung in der Ebene jetzt. Diese Verbindung haben wir also im Nachgang noch eingebaut, weil sie eben bei uns, wie gesagt, sehr verbreitet ist.
Aber im Eurocode standardmäßig finden Sie eigentlich ganz wenig Beispiel oder gar kein Beispiel, wie man sowas berechnet. Das ist hauptsächlich dann dem geschuldet, dass die Verbindungen nicht unbedingt in Deutschland entwickelt wurden, sondern auch der britische Eurocode oder die britischen Gremien sehr großen Einfluss hatten, und dort arbeitet man oft mit so aufgedübelten Verbindungen, und da gab es eben keinen Köcher. Da finden Sie eben dann solche Verbindungen wie diese hier, wo Sie eine überstehende Stirnplatte haben, die seitlich mit Dreiecksblechen dann versteift wurde, vier Anker, die also dann mittlere Biegemomente übertragen kann, in Verbindung auch mit dem Schubtype. Und diese ganzen Komponenten werden also dann hier entsprechend auch nachgewiesen. Wie gesagt, die Einwirkungen hier Zug, Druck, Schub in beide Richtungen, Biegung um die starke Achse. Eine etwas noch schwerere Ausführung ist diese, die hier die seitlichen Versteifungsbleche ganz durchgezogen hat. Ist von der Steifigkeit her dann noch etwas steifer. Und die schwerste Ausführung, würde ich mal sagen, ist diese hier, wo Sie solche Traversen haben, gebildet aus U-Profilen, wo dann auch größere Momente übertragen werden können. Sieht man so ähnlich auch häufiger, wenn man auf Bahnsteigen unterwegs ist, wo dann Oberleitungen mit solchen Fußpunkten zum Teil verankert wurden. Da werden natürlich dann auch diese Traversen entsprechend mit nachgewiesen. Kommen wir zu den Joint-Schnall gelenkig. Hier gibt es ein paar Besonderheiten. Was bisher eher unüblich war, ist, dass man nachgewiesen hat, ob eine gelenkige Verbindung überhaupt gelenkig ist, beziehungsweise wie die versagen darf. Hintergrund ist folgendes. Also wenn jetzt zum Beispiel bei einer solchen gelenkigen Verbindung, wie hier dargestellt, die Schweißnähte oder auch die Bolzen und die Schrauben maßgebend werden, dann führt das in der Regel dazu, dass das ein sehr abruptes und sehr unvorhersehbares Versagen gibt und das auch sehr gefährlich ist, weil eben dann auch der Träger auf einen Schlag herunterfällt. Das kündigt sich vielleicht gar nicht vorher an. Deswegen gibt es sogenannte Duktilitätskriterien, die einzuhalten sind. Und es gibt auch Kriterien, die sicherstellen, dass es sich wirklich auch um eine gelenkige Verbindung handelt. Das heißt, dass auch eine Rotation in einem bestimmten Maße möglich ist. Die Bedingung für voll tragfähige Doppelkehlnähte, also dass diese nicht vorab versagen, steht also hier. Das ist also eine ganz relativ simple Formel, in die eingeht die Festigkeit des Materials in erster Linie und die Bedingung für die volltragfähigen Schrauben. Das sind also drei kleinere Formeln, die man hier entsprechend auch ablesen kann. Die finden Sie in also Begleitmaterial zum Eurocode, das Sie vom ECCS auch beziehen können. Da gibt es auch richtige Fließdiagramme und Hinweise, wie man solche Verbindungen berechnet. Und dort befinden sich auch diese Bedingungen für die volltragfähigen Schrauben bzw. für die volltragfähigen Schweißnähte. Die Bedingung für die Rotationskapazität ist eigentlich eine ganz einfache geometrische Überlegung. Die vorhandene Rotation muss also aufgenommen werden können und die muss also größer sein als dieses Verhältnis, also die Dicke der Platte zu dem Abstand, den Sie hier unten sehen. Also dass also hier, damit wird sichergestellt, dass hier der Druckflansch nicht an den Flansch der Stütze in Kontakt treten kann. Und diese Bedingungen checken wir ab in den Programmen, weil wir kennen ja die Verdrehung, wir kennen auch
die Dicken und die entsprechenden Abmessungen dieser Verbindung und können das sehr gut dann prüfen. Wahrscheinlich wird das auch so sein, dass das im Zukunft im Standard-Eurocode entsprechend enthalten sein wird. Schauen wir uns die Verbindungen in Einzelnen an. Es gibt einmal hier die Stirnplattenverbindung, also gelenkige Stirnplattenverbindung für Zugdruck und für Querkraft. Das Ganze hat jetzt nicht nur diese Ausführung, sondern es gibt eine Reihe von Ausführungen, ein paar Nachweise, eben auch diese Duktilität und diese Rotationskapazität und das vorzeitige Nahtversagen wird abgeprüft. Dann die Tragfähigkeit der Schraubengruppe, die Tragfähigkeit der Stirnplatte, dann auf der Trägerseite die Tragfähigkeit und auch natürlich die Tragfähigkeit der Stütze selbst. Das Ganze kann man auch noch kombinieren mit entsprechenden Ausklinkungen und verschiedenen Anordnungen der Platte. Hier zum Beispiel ist die Platte dann in der Mitte des Trägers und sie schließt an den Steg der Stütze an. Gibt wieder einen anderen Nachweis, der für den Steg der Stütze geführt werden muss, zum Beispiel auch auf Zug. Also das hat man früher eigentlich relativ zielstrebig vermieden, dass man hier einen Steg auf Zug oder Druck beansprucht. Dafür gibt es jetzt einen extra Check dafür. Soll nicht heißen, dass man das planmäßig machen soll, aber es wird zumindest abgeprüft. Das Ganze kann auch geneigt sein. Hier wieder mit der Stirnplatte oben angeschlossen. Und man prüft auch, ob diese Schrauben dann noch einsteckbar sind und so weiter. Das war die Stirnplatte. Dann haben wir hier das Fahnenblech. Bei dem Fahnenblech ist es ähnlich. Wir haben also auch hier Zug, Druck. Wir haben die Querkraft. Hier das Fahnenblech so weit nach oben geschoben, dass also der Radius hier gerade nicht von dem Blech tangiert wird. Dann haben wir hier zum Beispiel auch eine Ausklinkung dazu mit dreireihigen Schrauben. Dann haben wir hier einen schrägen Anschluss. Also jeweils auch verschiedene Neigungen für so einen Dachriegel zum Beispiel, üblicher Anschluss durchaus. Dann für größere Querkräfte eine Alternative sind die Knackenanschlüsse mit der Stirnplatte als Sicherungsblech. Hier liegt der Träger hauptsächlich auf dieser Knacke auf und wird entsprechend dann die Querkraft hauptsächlich auch über die Knacke abgetragen. Gibt es eben auch für Zugdruck und für diese Querkraft. Dann haben wir noch Anschlüsse mit Winkeln, die also praktisch ohne Schweißnähte auskommen. Wir haben also einmal hier zum Beispiel eine geneigte Ausführung mit einer Ausklinkung, zwei Schraubenreihen, also übereinander für den Flansch und drei für den Steg des Trägers. Also wenn Sie große Flanschdicken haben, kann man das also hier, kommt man vielleicht mit zwei Schrauben aus und bei einem dünnen Steg braucht man vielleicht drei. Also diese Nachweise sind möglich. Hier gibt es natürlich wieder ein paar zusätzliche Nachweise für die Winkel, die wir auch prüfen. Dann hier der ganz normale Anschluss in der horizontalen, die Winkel oben angeordnet. Dann kommen wir zu den DSTV-Verbindungen. Hier haben wir die IH1, IH3 und IH4 Anschlüsse in Kombination mit Stützen. Anschluss wirkt auch in der Ebene, also MYVZ als Einwirkung. Plastische, oder Sie können Normalkräfte aufnehmen, solange sie geringer sind als 5% von den M-plastisch. So steht es also im Ringbuch und wir prüfen, ob die einwirkenden Schnittgrößen eben innerhalb der Grenzen sind, die im Ringbuch typisierte Anschlüsse angegeben sind. Wir schlagen dann passende Verbindungen vor und Sie kriegen dann auch eine Dokumentation, eine Grafik der Verbindung, die sich integriert in das Ausdruckprotokoll von R-Stab und RFM. Hier haben wir zum Beispiel auch mal einen Blick in diese
Masken. Hier für vierreihige Anschlüsse. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Vierreihige Anschlüsse sind im Eurocode an und für sich im Standard-Eurocode nicht, kommen da nicht vor. Sie haben immer nur zweireihige Anschlüsse. Es gibt in Deutschland einen Forschungsbericht, der also Fließlinien angibt für vierreihige Anschlüsse. Und in dem DSTV-Ringbuch gibt es solche vierreihigen Anschlüsse, die auch mit Versuchen abgesichert wurden. Und wie es hier im Programm funktioniert, Sie drücken im Prinzip diesen Knopf hier und das Programm schlägt Ihnen dann eine Reihe von Verbindungen vor, die möglich sind für diesen Querschnitt. Und Sie können sich dann passende Verbindung aussuchen. Sie kriegen dann auch eine Grafik der Stirnplatte in der Vorschau, die dann auch druckbar ist, logischerweise, mit den ganzen Schweißnähten, sodass die auch dann entsprechend für den Konstrukteur eine Hilfe ist, wie er diese Verbindung ausführen muss. Hier haben wir zum Beispiel eine oben überstehende Stirnplatte. Dann haben wir hier auch die Grafik, also jetzt die STV-Verbindung, die hier an eine Stütze anschließt. Einfach um besser zu verstehen, wie schaut denn diese Verbindung aus, wenn Sie jetzt hier nur diese Zeile IH11E3624 sehen, dann weiß vielleicht der Eingeweihte oder der erfahrene Statiker, wie das genau ist, aber man weiß jetzt nicht, wie schaut das benachbarte Bauteil an, ist das breiter, kleiner, wie sieht das geometrisch in den Verhältnissen aus, das sieht man hier immer sofort grafisch auch in der Vorschau. In dem DSTV gibt es auch noch ein paar andere Verbindungen, typischerweise für Fettenstöße, einmal mit U-Profilen und einmal mit Flachstellen. Hier haben wir also diese Kopplung von Fettenstäben mit Flachstellen, beidseitig praktisch angeplattet. Dann haben wir das gleiche hier mit U-Profilen. Also diese Typen sind hier auch drin, wurden also auch mit in dieses Modul mit aufgenommen. Wie gesagt, auch eine biegesteife Ausführung. Dann kommen wir zu den gelenkigen DSTV-Verbindungen. Da haben wir die Typen IS, IG und IW. Das ist jeweils kombinierbar mit Ausklinkungen. Hier haben wir die Einwirkungen Querkraft als Einwirkung, also ohne Biegemomente. Und Sie kriegen eben auch wieder einen Vorschlag passender Typen für diese Verbindung. Und es wird hier auch abgeprüft, hier passt diese Verbindung hier, man sieht das sofort mit der Ausklinkung, wenn man so einen typischen Bühnenanschluss hat, reicht er nicht. Das kann man also hier sofort grafisch auch sehen. Ja, hier angeschlossen am Steg mit Stirnplatte, also das war vorher ein Winkel, jetzt haben wir eine Stirnplatte am Steg angeschlossen. Und ja, zum Schluss haben wir dann auch noch die Rahmenecke mit dem Programm Rahmeck Pro. Hier handelt es sich um eine biegesteife Verbindung. Wir haben hier die Einwirkungen MY, N und VZ, also auch eine ebene Verbindung. Es ist möglich, hier auch die Steifigkeit auszurechnen und die entsprechenden Federn in der Berechnung anzusetzen. So eine Verbindung ist manchmal auch nicht ganz einfach zu entwerfen, weil Sie die Randabstände und Mindestabmessungen und so weiter kennen müssen. Und wenn Sie verschiedene Profile haben, verschieden breite Profile, ist es gar nicht so einfach, jetzt immer herauszufinden, wie haben wir denn jetzt einen passenden Lochabstand oder nicht. Deswegen gibt es in dem Programm einen Auslegungsmodus und wir überprüfen auch die Schraubbarkeit der Rahmenecke, ob diese Schraube überhaupt einbaubar ist. Zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwelche Steifen in der Nähe sind, wie kann man die entsprechend hier auch montieren. Das geht sogar so weit, dass man so Abmessungen vorgeben kann für die Steckschlüssel, so dass die auch noch auf die Mutter entsprechend drauf passen. Man kann das Ganze visualisieren, wie das heutzutage üblich ist, und Sie haben also in solchen Verbindungsnachweisen bis zu 40 und mehr
Komponenten bzw. unterschiedliche Situationen für Komponenten, die Sie nachweisen müssen. Bei so einem Kreuzstoß wird das schon nochmal etwas komplizierter oder es ist auch nicht so einfach zu sehen hier, wann kann ich jetzt die durchlaufende Rippe oder wann kann ich so eine Teilrippe entsprechend anordnen. Hier haben wir noch ein paar weitere Varianten. Das ist also alles in diesem Rahmeck Pro möglich, mit und ohne Vute. Die Neigungen rechts und links können unterschiedlich sein. Wir haben also Steifen in dem Riegel und in der Stütze. Wir haben Unterlegbleche, wir haben eine überstehende Stirnplatte mit Schraube im Überstand oder mit eingezogener Stirnplatte, wie Sie es hier sehen, oder auch mit konstruktivem Überstand, sodass Sie an beiden Seiten eine Kehlnaht anbringen können. Alle diese Feinheiten, Details sind in dieser Rahmenecke entsprechend möglich. Nur ein paar Worte zur Steifigkeit. Sie können wahlweise in diesem Programm die Steifigkeit aktivieren, die Behandlung der Steifigkeit aktivieren. Die Drehfedersteifigkeit einer solchen Verbindung ist abhängig von vom einwirkenden Moment und von der Momententragfähigkeit dieser Verbindung. Hier oben sehen Sie eigentlich die Formel für das SJ, für die Steifigkeit der Verbindung. SJ INI ist ein geometrischer Wert, das ist die sogenannte Anfangssteifigkeit. Und MJRD ist der Tragwiderstand, der Biegetragwiderstand der Verbindung. Und MJED ist das einwirkende Tragmoment. Wenn Sie das alles berechnen und antragen, dann kriegen Sie hier über der Verdrehung das Biegemoment angetragen, dann kriegen Sie hier den Verlauf der Steifigkeit für so eine Verbindung eben mit der oberen Schranke des MJRD und ab 2/3 MJRD ist das dann nicht mehr linear. Wenn das in den höheren Ausnutzungsbereich reingeht, dann flacht sich diese Kurve entsprechend ab, wie hier mit dieser Formel dargestellt. Sie bekommen mit dem Rahmeck Pro diese Anfangssteifigkeit ausgewiesen. Sie bekommen auch das Tragmoment ausgewiesen. Und man kann dann durch Einsetzen in diese Formel diese Kurve berechnen und diese dann in die Federcharakteristik eines Gelenkes von R-Stab FM entsprechend eingeben. Ja. In der Ausgabe kriegen Sie das MRD bzw. das SJINI ausgewiesen. Und dann können Sie das Ganze über zum Beispiel ein einfaches Excel-File berechnen und dann über Copy-Paste in dieses Stabendgelenk, nicht-lineare Stabendgelenk, in R-Stab-RFM eintragen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, wenn Sie sowas machen, dass Sie mit jeder Iteration, mit jedem Lastfall letztendlich ein anderes Modell mit einer anderen Steifigkeit rechnen, sich andere Knicklängen ergeben, sich Biegemomente entsprechend umlagern, und wenn man sowas macht, dann hat das eigentlich nur Sinn, wenn man das dann für alle Anschlusskomponenten, die irgendwie nachgiebig sein können, macht, also nicht nur jetzt für die Rahmenecke, sondern auch für den Stützenfußpunkt, eventuell Fiststoß und so weiter. Oder zumindest sich damit beschäftigt, ist es jetzt biegesteif oder nicht. Daher wird man versuchen, oder so kenne ich jedenfalls aus unserer Erfahrung, dass die meisten Anwender versuchen, hier diese Verbindung als starr zu klassifizieren. Das kriegt man also entsprechend auch raus in der Rahmenecke, ob das jetzt starr ist oder starr sich klassifizieren lässt. Und dann brauchen Sie diese Steifigkeit letztendlich nicht berücksichtigen, aber Sie sind sicher, Sie haben also auch wirklich eine starre Verbindung, was bisher oder vor Eurocode-Zeiten eher, was man auch hätte machen müssen, aber wo man hier dann gesagt hat, man steift es entsprechend aus und zieht es als starre Verbindung an. Gut, und wenn dann eben nichts möglich ist, mit dem man analytisch rechnen kann, und man hat also eine zum Beispiel auch Torsion, räumliche Biegung und so weiter dabei, dann finden Sie sehr wenig in der Literatur, wie man sowas machen kann. Dann haben Sie die Möglichkeit, eben auch mit finiten Elementen
zu rechnen. Sie haben also beide Möglichkeiten bei uns in der Software, alles mit einer Oberfläche, alles mit Airfan, Airstab letztendlich integriert. Wenn Sie diese Integration haben und jetzt nicht mit einem externen Programm arbeiten müssen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, die Träger- und Stützengeometrie, die Abmessungen dabei automatisch mit zu übernehmen. Sie können auf diese vielen Lastkombinationen zurückgreifen, wie sie der Herr Niemeyer heute früh gezeigt hat, die dann entsprechend auswerten und die zugehörigen Schnittgrößen automatisch erkennen. Und es ist nicht so, dass Sie jetzt einfach überall die größte Schnittgröße nehmen können und sagen, das ist auf der sicheren Seite. Wenn Sie also einen beidseitigen Anschluss haben, ist das nicht so, dass man immer nur das größte Moment nehmen kann, sondern es kommt auch auf die Wirkrichtung der Momente an. Zum Beispiel für die Steifen, die im Druckbereich sind bei so einer Rahmenecke. Wenn Sie das einmal im Kasten haben und im Modell drin haben und es ändert sich irgendwas, eine Last, oder Sie müssen noch die eine oder andere Änderung durchführen, vielleicht ein Profil austauschen, dann haben Sie das in der Regel mit kleinen Anpassungen oder, wenn es gut geht, alles vollkommen automatisch wieder aktualisiert und automatisch dann auch in dem gemeinsamen Ausdruckprotokoll in einer einfachen Form und einer eindeutigen Form dabei. Und Sie haben entsprechend auch ein gutes Statikdokument, das aus einem Guss besteht. Wie gesehen, kann man also auch solche Steifigkeiten mit einfließen lassen, wobei nach unseren Erfahrungen es bisher jetzt noch nicht der Standardfall ist, dass man jetzt mit Steifigkeiten immer rechnet, bei den Verbindungen natürlich. Und wie gesagt, wenn also keine analytische Methode mehr möglich ist, dann kann man das mit FEM-basierten Modellen rechnen, was wir dann bei Herrn Faultig in Kürze sehen werden. Ja, bevor wir jetzt weitergehen zur FEM-Methode, möchte ich Ihnen noch mal kurz zeigen, wie das Ganze hier in in RFM in dem Fall ausschaut, wie man so eine Verbindung in RFM berechnen kann. Und wir schauen mal ganz kurz in dieses Joints-Modul rein. Ich habe also jetzt hier eine Standardhalle mit einer Reihe von Lastfällen und zugehörigen Kombinationen, 40 Stück, 42 Stück an der Zahl, und hier schon bereits 19 zum Beispiel Joints-Fälle eingegeben. Wenn Sie in diesem Modul Joints sind, nehmen wir mal vielleicht hier einen raus, dann haben Sie in dem Ergebnisnavigator hier auch die Möglichkeit, machen wir das mal ein Strat-Modell, hier diese Verbindungen zu visualisieren. Ja, Sie können hier einfach auch verschiedene Verbindungen dazuschalten, wegschalten. Hier haben wir zum Beispiel einen Stützenfuß, dann haben wir hier Stützenfuß bestehend aus dem Rohr, dann haben wir hier zum Beispiel verschiedene Verbindungen, hier Querkraftanschlüsse, so ein Fahnenblech, ja, und hier einen Stirnplattenanschluss, einmal am Steg, einmal am Flansch. Hier haben wir also auch einen Trägeranschluss, der dann hier, wenn Sie den anderen Träger mit dazu nehmen, entsprechend dann auch im Rendering, ich will mal jetzt sagen, nicht wie in einem CAD dargestellt wird, aber zumindest schon mal kriegen Sie einen visuellen Eindruck, wie das Ganze dann später entsprechend ausschaut. Und alle diese Fälle sind, wie Sie sehen hier, wenn hier ein Joints-Fall aktiviert ist, sind hier entsprechend auch gleichzeitig anklickbar, anzeigbar, sodass Sie auch wissen, wo diese Verbindung ist und Sie einen Überblick haben. Das war nicht von Anfang an so, das kam also erst mit der Zeit hier dazu. So, jetzt machen wir nochmal so eine neue Verbindung hier dazu. Und ich habe mir hier schon einen solchen Knotenpunkt ausgeguckt. Gehe also jetzt in dieses Modul RF Joints hinein, öffne das, indem dass ich hier in der Zusatzmodulliste hier doppelklicke. Oder wie Herr Faustig heute gesagt hat, über Zusatzmodule kann man das sehr schnell finden. Sie sehen also jetzt hier
die schon definierten Fälle der Verbindungen und den maximalen Ausnutzungsgrad. Also da kommen also jetzt eine ganze Reihe von verschiedensten Verbindungen hier auf einen Schlag in diesem Joints-Übermodul modellieren. Ich mache hier einen neuen Fall dazu, neuer Fall, kann das irgendwie bemessen, irgendwie bezeichnen. Das ist also der Fall Nummer 20. Gehe hier entsprechend rein, sage, das ist eine Stahlverbindung mit dem nationalen Anhang nach DIN. Könnte hier auch zum Beispiel die Normalkraft weglassen, wenn ich die nicht berücksichtigen möchte. Und habe also jetzt hier meine vier Anschlusstypen, die in der Anschlusskategorie Trägerstütze vorhanden sind, zur Verfügung. Entweder Winkel, Fahnenblech, Stirnplatte oder Knacke. Nehmen wir also hier mal so ein Fahnenblech, gehe in die nächste Tabelle, kann jetzt hier wählen, ob ich diesen Knoten, den ich bemessen möchte, aus dem Modell übernehmen möchte oder ob ich das zum Beispiel auch manuell definieren möchte. Denn ich habe nicht immer so ein Modell. Wenn ich was prüfen möchte, ist es vielleicht für mich einfacher zu sagen, schauen wir mal, was kann jetzt dieser Anschluss für eine Normalkraft, für eine Querkraft übertragen. Und da kann ich in diesen manuellen Modus hier gehen, muss dann allerdings auch mein Material und mein Profil und diese, sag ich mal, Anschlussgeometrie definieren. Habe ich das schon in dem Strukturmodell, tue ich mich viel leichter, denn ich kann hier einfach einen oder mehreren Knoten hier anklicken und das Programm holt sich schon automatisch raus, hier diese Querschnitte, die ich hier an diesem Knoten bei den Profilen, die ich anschließend habe. Ja, jetzt muss ich dem Programm noch ein bisschen helfen. Was will ich denn bemessen? Will ich diesen Träger oder will ich vielleicht den anderen Träger haben? Dementsprechend setze ich diese Stäbe aktiv oder nicht aktiv. Ja. Und ich sehe hier eben in einer kleinen Vorschau, wie das Ganze hier ausschaut. Kann das hier auch drehen und ist natürlich so sicher, dass das also der richtige Stab ist, den ich hier berücksichtigen möchte. Dann gehe ich in die Belastungen rein. Wie gesagt, ich habe hier 42 LKs und in dieser EK1 sind praktisch die einhüllenden Ergebnisse dieser 42 LKs drinnen und die wähle ich mir jetzt raus. Ich muss jetzt nicht Seiten von Statik blättern und schauen, wo habe ich denn jetzt die größte Querkraft und das größte Normalkraft. Vielleicht noch, weiß ich gar nicht, ob das maßgebend wird. Vielleicht gibt es irgendwie zwischendrin noch eine Kombination, wo auch maßgebend sein kann, die aber für sich nicht die größte Normalkraft, das größte Querkraft ist. Das hole ich mir einfach jetzt aus der EK1 raus und bin somit fertig und das Programm filtert es für mich. Dann mache ich hier einfach die Geometrievorgaben, die sind jetzt hier schon voreingestellt. Zum Beispiel dieser Spalt mit 15 mm ist schon voreingestellt. Ich kann hier eine Ausklinkung anordnen, wenn ich das möchte. Lass das jetzt hier zum Beispiel mal weg. Wir haben hier die Möglichkeit, das Material des Bleches zu beeinflussen. Wir können sagen, wo soll denn hier bitte dieses Blech anschließen, mittig am Trägersteg oder an der höchsten Position. Dann wird das nach oben geschoben oder unten. Oder ich kann auch manuell eingeben, wo soll denn hier diese Position sein und sagt zum Beispiel, okay, 25,2 ist ein bisschen schräges Maß, nehmen wir 30 mm von oben runter. Ja, dann haben wir hier dieses P-Con, das muss man also hier auch irgendwo sehen, sind also hier 30 mm praktisch von oben soll also dieses Blech hier angeschlossen werden. Wenn ich nicht weiß, was P-Con ist, kann ich hier auch zwischen den, also man kann einmal rein und ausschalten, die Bemaßung, aber ich kann auch zwischen den Symbolen und den tatsächlichen Werten hier wählen und sehe dann auch, okay, das sind meine 30 mm, wie hier eingegeben. Ja, und so arbeite ich mich von oben nach unten durch. Wir haben also jetzt hier 175 mm. Sagen wir mal, das Ganze soll nur 160 sein. Ich möchte ein bisschen Material sparen. Es wird sofort aktualisiert. Die Blechlänge, sagen wir mal 80 mm. Oder Breite in dem Fall. Ja. Die Dicke des Bleches 10 mm lassen wir so. Gewinde in der Scherfuge, normales
Lochspiel. Das bedeutet also bei M12 1 mm, beziehungsweise wenn ich dann jetzt hier sage, ich möchte jetzt 16er Schrauben haben, dann ist das Lochspiel dann 2 mm. Das heißt, ich habe eine 16er Schraube in ein 18er Loch. Die Festigkeitsklasse, bleiben wir mal bei 4.6. Oder jetzt haben wir hier drei horizontale Schraubenreihen. Da können Sie also das Ganze hier nach oben schrauben. Also das geht bis zu 10 horizontale Schraubenreihen. Ja. Je nachdem, wie Sie hier da einstellen, wird die dritte Schraube oder vierte Schraube und so weiter angeordnet. Jetzt ist es so, dass das Ganze hier vertikal haben wir also hier nur eine Schraubenreihe. Da können Sie das Ganze genauso einstellen. Der vertikale Randabstand E1 liegt jetzt hier bei 24 mm, das ist also hier dieser Abstand. Und daraus ergeben sich über diese Blechhöhe die weiteren Abstände. Sie können, das ist so, wenn Sie also hier diese horizontal bzw. vertikal symmetrische Anordnung wählen. Wenn Sie das hier ausklicken oder nicht wählen, dann öffnet sich hier das Eingabefeld für den entsprechenden horizontalen Randabstand und Sie können die Schrauben im Prinzip dann beliebig entsprechend anordnen und also es ist dann nicht symmetrisch, sonst wird das Ganze hier in der Mitte sein. Also ich könnte hier zum Beispiel jetzt auch 50 reinschreiben und Sie sehen sofort wird das Ganze hier verschoben. Ja. In der Regel würde ich mal probieren, dass man das irgendwie symmetrisch lässt und hier auch möglichst runde Maße und so weiter kommt. Dann haben wir noch die Schweißnähte und daraus ergibt sich dann die Schweißnahtlänge, hier mit 5 mm Schweißnaht voreingestellt. Ja, in den nationalen Anhängen hat man hier Zugriff auf die Sicherheitsbeiwerte, mehr ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Sie können das auch letztendlich in einem, in Anführungszeichen, neuen eigenen Anhang dann frei definieren. Starten wir die Berechnung, dann werden also diese 42 Kombinationen durchgeackert und Sie kriegen also jetzt hier schon mal raus, die zulässige Verdrehung ist okay, es handelt sich also um eine gelenkige Verbindung. Dann haben wir hier das vorzeitige Nahtversagen, ist also auch okay. Hier haben wir also diese Zwischenwerte, die wir vorher in den Formeln kurz gesehen haben, die einwirkenden Kräfte. Nur hier haben wir ein Problem mit der Schraubengruppe am Träger. Das funktioniert also hier noch nicht. Da haben wir also eine gewisse Überschreitung. Wir brauchen also hier entweder eine höhere Festigkeit oder noch eine Schraube dazu. Ja, Abscheren der Schraubengruppe funktioniert, nur die einzelne Schraube ist zu schwach. Ja. Und da kriegen Sie also für die einzelnen Nachweise hier oben immer das Endergebnis, hier unten die entsprechenden Zwischenwerte dazu. Normaltragfähigkeit des Fahnenblechs, also ein Brutto- und Netto-Querschnitt, Sie haben ja da Löcher drinnen. Dann haben wir Blockversagen des Trägers, Lochleibung und so weiter, diese ganzen typischen Nachweise. Vielleicht ein Nachweis, den man jetzt hier vielleicht nicht so sofort vermuten würde, ist Fahnenblech unter Biegung und Stabilität. Also auch hier gibt es im Eurocode so einen kleinen Nachweis in diesem Begleitmaterial, das wir hier verwendet haben, offiziellen Begleitmaterial. Und da wird auch geprüft, okay, wie sieht es denn aus mit der Stabilität von diesem Fahnenblech, das ja hier auskragt und entsprechend sich auch, könnte auch beulen bzw. ausknicken und so weiter. Okay, so sehen die Nachweise aus. Das Ganze gibt es dann sortiert nach Lastfällen, sortiert nach Knoten. Sie können ja von mir aus 20 gleiche Knoten auswählen, mal 42. Also es gibt dann sehr, sehr viele solche Schnittgrößen, Kombinationen. Dann haben wir hier die Details. Das sind also für jede Lastkombination die ganzen Nachweise, also in verschiedenen Sortierungen letztendlich diese Nachweise aufgelistet. Dann haben wir hier noch eine entsprechende Grafik in ein bisschen größerer Form, die hier so auch druckbar ist. Sie können sie hindrehen, wie Sie das gerne haben wollen.
Sie können hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt nur das Fahnenblech haben, weil ich das extra fertigen muss, oder ich kann mir auch nur die Trägerseite entsprechend darstellen. Jetzt passt ja der Anschluss noch nicht, jetzt gehe ich zurück in meine Geometrie und sage, okay, hier machen wir vielleicht mal eine 20er Schraube rein. Was passiert dann? Das Lochspiel wird angepasst, schauen wir mal, ob es geht. Das Programm prüft, okay, die Schrauben am Träger sind zu neu am Rand des Verbindungselements, springt dann sofort auch her und sagt hier, vertikaler Randabstand, das passt also noch nicht hier, 24, da kann ich jetzt zum Beispiel hier mal 30 eingeben. Ja, und dann wandert das zusammen, machen wir das Ganze wieder, lassen das rechnen und sieh da, es funktioniert. Wir haben also hier nur noch 80% Ausnutzung. So könnte ich im Prinzip diese Verbindung dann auch aufbauen. Schauen wir uns das Ganze vielleicht noch an im Ausdruckprotokoll. Ich drucke das Ganze einfach nochmal aus, fensterfüllend. Sagen wir hier auf eine halbe Seite möchte ich so ein Bild haben. Gedreht will ich das eigentlich nicht haben, lassen wir das mal so wie es ist. Und zeige mir das Ausdruckprotokoll hinterher einfach mal an. Dann wird dieses Ausdruckprotokoll aufgebaut, geöffnet. Jetzt hoffe ich noch, dass es auch noch kommt. Ja, hier wird es aufgebaut. Wie gesagt, da sind also diese ganzen Ergebnisse entsprechend auch drinnen. Und hier haben wir also jetzt unsere eine Verbindung, das ist die 19. Da haben wir also die Rahmenecke, diese Ausdruck, den wir gerade hier reingegeben haben. Ja, wir haben diese Zusammenfassung dieses Ergebnisses, kann man also hier entsprechend auch reinschauen. Kann das genauso, wie man es auf dem Bildschirm gesehen hat, auch entsprechend nachvollziehen. Und so kann man die einzelnen Verbindungen hier durchgehen. Da haben wir also jetzt hier einen fetten Anschluss. Oder wir haben hier zum Beispiel auch noch zum Beispiel eine Rahmeneck. Verbindung, die hier mit entsprechend drin ist. Und Sie haben also ein Dokument jetzt hier, wo diese ganzen 20 verschiedenen Verbindungen hier nachgewiesen sind. Schützenfußpunkt, verschiedene Anordnungen und so weiter. Ja. Okay, das war im Prinzip dieser Teil für die normalen Verbindungen, analytischen Verbindungen, so wie sie in den Joints, Raumeck, Holprof und so weiter hier auch abgebildet werden können. Hier haben wir das Ganze zum Beispiel dann auch noch in der Grafik in dem RFM selbst. Wenn Sie jetzt eine Verbindung haben, die darüber hinaus nicht so einfach möglich ist, dann müssen Sie zu anderen Mitteln greifen. Und wie man das jetzt machen kann, zeigt Ihnen jetzt der Herr Faustich in einem Modell in RFM, wie man das Ganze hier auch noch modellieren kann mittels FEM. Okay, dazu übergebe ich das Ganze wieder an den Herrn Faustich. Und bitte ihn, hier anzuschließen, die Verbindungsnachweise mit FEM. So, jetzt geht's weiter mit FEM. Das, was der Herr Rustler eben gezeigt hat, ist eigentlich immer die erste Wahl. Also wenn es geht, sollte man eine Verbindung analytisch rechnen und erst dann, wenn es Probleme gibt, also wenn zum Beispiel keine standardisierte Verbindung verfügbar ist oder dass die Belastungssituation so ist, dass man keine standardisierte Verbindung benutzen kann, erst dann sollte man zu diesem Mittel FEM greifen. Der Grund ist, die Modellierung ist doch erheblich aufwendiger. Also Sie werden jetzt sehen, ich brauche etwa eine halbe Stunde dafür. Ja, und es ist wirklich schwieriger, so zu modellieren. So, hier sieht man schon mal mein Beispiel, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar soll das ein Kreuzungspunkt von Verbandsdiagonalen sein. Die werden häufig aus optischen Gründen so mit so einem kleinen Kreisring aus Stahl ausgeführt, an dem die vier Stäbe mit einer Schraube angeschlossen sind. Schauen wir uns mal an, was wir an so einem Anschluss für Probleme haben.
Einmal habe ich das Ganze so modelliert, dass ich hier eine einschnittige Verbindung habe. Das habe ich deswegen so gemacht, um in diesen Kreisring hier eine Biegung reinzubringen und die Effekte ein bisschen besser zu sehen. In Wirklichkeit, wenn man sowas zu konstruieren hätte, dann würde man natürlich probieren, hier eine zweischnittige Verbindung zu erzeugen und keine Biegung mehr im Kreisring zu haben, keine Biegung mehr in den Diagonalen. Es geht also nur um diese Vorführung. Schauen wir nochmal weiter, was wir für Probleme haben. Also diese Schrauben hier schließen diese Diagonalen an und diese Schrauben werden auf Abschirmen beansprucht. Und das heißt, ich habe hier an diesen Schrauben jeweils Lochleibungsprobleme. Also da muss ich mir irgendwas überlegen, um diese Lochleibungsprobleme abbilden zu können. Außerdem habe ich eine Diagonale, die auf diesen Ring draufgeschraubt ist und zwischen Ring und Diagonale, dem Ende der Diagonale, da habe ich ein Kontaktproblem. So, das möchte ich jetzt modellieren und zum Schluss gibt es dann noch ein paar kritische Anmerkungen zu diesem Modell, was ich hier mache, was ich hier vielleicht in diesem Modell noch verbessern könnte, was ich noch genauer berücksichtigen könnte und so weiter. So, ich erzeuge eine neue Datei und da verwende ich, wie der Herr Niemeyer heute früh schon gezeigt hat, eine sogenannte Modellvorlage und ich habe mir hier eine spezielle Modellvorlage zurechtgelegt, um Stahlbaudetails zu modellieren. Die stelle ich hier ein. Mit OK erzeuge ich meine neue Datei. In dieser Modellvorlage habe ich eine ganze Sache von Sachen, von Einstellungen schon abgespeichert, zum Beispiel den Abstand der Rasterpunkte habe ich gespeichert, ich habe Materialien vordefiniert, ich habe FE-Netz voreingestellt. Man kann da viele, viele Sachen noch definieren. Ich zeige noch mal ganz kurz, wie man eine Modellvorlage überhaupt erzeugen kann. Ich habe das in dem Fall so gemacht, dass ich zunächst mal alles fertig modelliert habe, meine Einstellungen getroffen habe und zum Schluss einfach mein Modell selektiert und entfernt habe. Und dann habe ich einfach gesagt, Datei als Vorlage speichern. Und ab diesem Zeitpunkt erscheint dieses dann als Modellvorlage. Gut. So, ich habe meine leere Datei und ich möchte vielleicht aus einem Stabwerk heraus schon ein bisschen was von der Geometrie übernehmen. Das mache ich. Ich nehme mal mein Beispiel von heute Vormittag. Da habe ich nämlich genau hier an dieser Stelle so eine Verbandskreuzung und das möchte ich gerne übernehmen. Interessieren tun mich jetzt eigentlich die Stäbe nicht. Was mich interessiert, sind diese beiden Linien. Die selektiere ich mir einfach. Dann führe ich den Befehl aus, bearbeiten, kopieren. Gehe in mein Modell und sage hier, bearbeiten, einfügen. So, jetzt habe ich genau diese Linien hier in mein Modell rübergebracht. Was ich hier verwendet habe, ist diese ganz normale Windows-Zwischenablage. Also so, wie Sie auch vielleicht ein Stückchen Text in Word oder ein paar Tabellenzellen in Excel kopieren. So funktioniert es auch mit Bauteilen aus R-Stab und R-Firm. So, diese beiden Linien, die möchte ich jetzt gerne zunächst mal verbinden in der Mitte. Und dann möchte ich, dass diese Linien, dass dieser Punkt hier in der Mitte, dass der im Ursprung ist. Das könnte ich jetzt ganz normal über diese Verschieben-Kopieren-Funktion machen. Ich zeige das mal auf ein bisschen anderen Weg. Und zwar über diese Tabelleneingabe hier unten. Hier habe ich die Tabelle Knoten aufgeschlagen. Und wenn ich jetzt diesen Knoten hier anklicke, wird dieser Knoten in der Tabelle hervorgehoben. Bei diesem Knoten möchte ich gerne, dass der auf 000 liegt. Und das mache ich jetzt so, indem ich einfach zu dieser Spalte hier oder von dieser Spalte einen Wert abziehe. Und zwar minus 29.500. Setze ich den auf 0 und schon liegt dieses Kreuz in der YZ-Ebene. Das gleiche mache ich mit den anderen Spalten. Minus 13.750 und hier 2.500. So. Jetzt liegt das Kreuz tatsächlich hier
im Ursprung. Als nächstes möchte ich das gerne drehen, so dass es in der XZ-Ebene zu sehen ist. Also einfach über die Rotieren-Funktion mache ich das. Keine Kopie und um 90 Grad sollte es gedreht werden. So, jetzt zoome ich mal ein bisschen näher ran. Ich beginne jetzt hier zu konstruieren. Ich zeichne zunächst mal einen Kreis mittels Mittelpunkt und Radius und das soll der innere Durchmesser von diesem Kreisring sein. Das klicke ich hier an und gebe hier als Zahlenwert 70 mm vor. Und den äußeren Kreis zeichne ich auf dem gleichen Weg. Das sind 120 mm. So, von der Taktik her möchte ich jetzt so vorgehen, dass ich erstmal ein Viertelstück fix und fertig modelliere und das dann in die anderen drei Quadranten einfach über die Spiegelfunktion reinbringe wieder. Deswegen schneide ich mir jetzt mal so ein Viertel raus, lösche den Rest weg, modelliere das fertig und dann spiegele ich es wieder. Also ich zeichne einfach mal eine vertikale Linie in diese Richtung. Jetzt habe ich vergessen, mein Raster einzuschalten. So, vertikale Linie. Und eine horizontale Linie. Und mit dieser Funktion verbinden teile ich hier diesen Kreisbogen auf. Das, was jetzt hier drüber geht, entferne ich gleich wieder. Und jetzt lösche ich auch ganz großzügig das hier weg, das, die linke Seite und diese beiden Knoten noch. So, jetzt habe ich einfach nur in einem Quadranten das, was ich noch brauche. Und jetzt kann ich weiter modellieren. So, hier habe ich jetzt eine Linie, die ist im Grunde die Systemlinie von der Verbandsdiagonale. Und daraus möchte ich jetzt einen Flachstahl modellieren als Flächenelement. Dieser Flachstahl soll eine Breite haben von 60 mm. Deswegen nehme ich diese Linie und sage, die möchte ich parallel versetzen. 30 mm nach oben und 30 mm nach unten. Hier mit rechts anklicken, Linie parallel versetzen. Und hier gebe ich jetzt 30 mm ein. Hier sehe ich so eine graue Linie, das ist meine Vorschau. Da sehe ich, dass das jetzt in die Ebene hinein versetzt werden soll. Das möchte ich nicht, deswegen muss ich hier einen Drehwinkel von 90 Grad eingeben. Und das passt jetzt eigentlich. Ich sage anwenden und mache das gleiche nochmal in die andere Richtung und habe die zweite Linie erzeugt. So, bevor ich hier meine Fläche erzeugen kann, möchte ich hier diese Fläche, die dann später zur Kontaktfläche wird, aussparen. Das konstruiere ich mit Linien. Und da sehe ich, dass hier diese Linie und dieser Knoten, dass das relativ dicht zusammenfällt. Und ich möchte eigentlich gerne, dass dieser Knoten so ein bisschen auf dieser Kreislinie hier nach oben wandert. Wie kann man das machen? Also mit dieser ganz normalen Kopieren-Verschieben-Funktion geht das eigentlich nicht. Diese Linie müsste auf dieser kreisförmigen Bahn wandern. Einen kleinen Trick, wie man das ganz leicht machen kann. Ich klicke diesen Knoten mal doppelt an und da habe ich die Möglichkeit, das Koordinatensystem für diesen Knoten umzustellen. Und zwar stelle ich es mal in diesem Fall auf y-zylindrisch um. Da sehe ich jetzt einen Radius von diesem Knoten, also 70 mm ist der vom Mittelpunkt weg. Ist ganz klar, das ist der Radius, den ich auch für diesen Kreisbogen eingegeben habe. Und Winkel Phi wird angegeben. Und diesen Winkel Phi, den ändere ich jetzt einfach mal auf 145. Und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, sieht man, wie das hier nach oben wandert. So, jetzt kann ich anfangen, diese Systemlinie hier einzukürzen. Das mache ich wieder mit Verbinden. Dieser Verbinden-Funktion. Das hier, das Stück brauche ich jetzt nicht mehr, das lösche ich weg. Dieser Flachstahl, der soll nicht
nicht genau bis zum Rand von diesem Radius gehen, sondern es soll ein kleines Stückchen vorher. Und deswegen müsste ich jetzt 2 mm vor Ende dieser Linie einen Knoten erzeugen. Das mache ich, indem ich diese. Und zwar sehe ich hier, wenn ich einfach meine Maus drauf halte, die Linienrichtung geht in diese Richtung. Also möchte ich aus 2 mm entfernt einen Knoten erzeugen. Das mache ich, indem ich diese Linie anklicke, teile, und zwar mit Abstand. Da kann ich jetzt einfach hier am Linienende den Abstand 2 mm eingeben. Mit OK habe ich dort diesen Knoten erzeugt. So, jetzt geht's weiter. Jetzt zeichne ich das Ende dieses Flachstahls einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung. Diese Linie muss ich jetzt noch wieder verbinden. Und das, was hier übrig ist, entferne ich einfach. An diesen Stellen muss ich die Linien ebenfalls verbinden. Hier und hier. Und damit habe ich eigentlich schon das, was ich für meinen Kreisring brauche, fertig konstruiert für diese Flächen. Ich werde jetzt hier 3 Flächen erzeugen. Einmal hier eine Fläche, dann hier diesen Bereich für den Kontakt und hier eine Fläche. Das mache ich. Die Begrenzungslinien habe ich schon. Deswegen benutze ich diese Funktion. Baustahl. Hier sind meine beiden Materialien, die ich schon vordefiniert habe. 15 mm dick soll das Ganze sein, Standardsteifigkeit, und jetzt fahre ich einfach meine Begrenzungslinien ab. So, das wäre die erste. Die zweite Fläche und die dritte Fläche. So, das wäre es, was ich jetzt zu tun habe. Diese Kontaktfläche soll mit dem Gegenstück über eine Schraube verbunden werden. Und diese Schraube möchte ich als Stabelement modellieren. Für diese Schraube brauche ich dann noch Anfangsknoten und Endknoten. Und das möchte ich erzeugen, indem ich diese Linie hier in der Mitte teile. Dazu muss ich sie wieder verbinden. Hier an dieser Stelle. Jetzt habe ich hier eine separate Linie und die teile ich einfach genau in der Mitte. Mit N Zwischenknoten, und standardmäßig, ich teile das genau in der Mitte. Diese beiden Linien hier brauche ich nicht mehr, die entferne ich. So, das Stabelement, das möchte ich nicht direkt an dieser Fläche hier anschließen. Damit würde ich mir hier eine ziemliche Singularität einhandeln und ich hätte hier irgendwelche viel zu großen Spannungen. Ich überlege mir, wie das in der Realität ist. Dort habe ich eine Öffnung, ein Loch, wo die Schraube durchgesteckt wird, und dieses Loch, das modelliere ich einfach mit. Dazu zeichne ich einfach diese Öffnung als Kreis. 7 mm soll das in dem Fall sein, also ein 14er Loch. Und mache daraus eine Öffnung. So. Jetzt als nächstes erzeuge ich das Ende von meiner Verbandsdiagonale, indem ich einfach diese Fläche hier nehme und um die halbe Flächendicke nach oben oder nach vorne kopiere. Zweimal halbe Flächendicke, also 15 mm halbe von dem Ring, und nochmal das gleiche dazu für diese Verbandsdiagonale. Also um 15 mm insgesamt kopiere ich die nach vorne. So, wichtig ist, dass wenn ich diese selektiere, dass ich hier diese Öffnungslinie mit selektiere, also diese türkise Linie, diese hier muss mit selektiert werden. Dann nehme ich die ganz normale Kopieren und Verschieben Funktion, sage ich, ich möchte gerne eine Kopie erzeugen, in Y-Richtung möchte ich das Ganze kopieren. So, zwischen diesen beiden Flächen soll jetzt Kontakt erzeugt werden. Kontakt wird in Airframe abgebildet durch
durch eine spezielle Art von Volumen. Und dieses Volumen, das kann ich gleich in diesem Schritt hier mit erzeugen. Also beim Kopieren sage ich unter der Details, dass zwischen diesen beiden Flächen gleich ein Volumenkörper erstellt wird. Was für Eigenschaften der hat, muss ich dann im Nachhinein noch festlegen. Okay, das hat er hier auch gemacht. Diesen Volumenkörper finde ich jetzt hier auch im Navigator. Da kann ich ihn auch hervorheben. Und diesem Volumenkörper muss ich jetzt diese Eigenschaft Kontakt geben. Den bearbeite ich einfach mit einem Doppelklick. Momentan ist das hier noch ein ganz normaler Volumenkörper aus normalem Material. Aber an dieser Stelle hier kann ich das umstellen auf Kontakt. Und wenn ich das tue, dann entsteht hier ein weiteres Register, das heißt Kontakt. Und in diesem Register hier stelle ich meine Kontakteigenschaften ein. Dazu muss ich die beiden Flächen auswählen. Also ich klicke mir eine Fläche an und die Fläche, die parallel zu dieser Fläche ist, die wird hier automatisch gefunden. Deswegen ist dieses Feld hier ausgegraut. Kontakt kann ich in FM über diese Art und Weise definieren bei ebenen Flächen, so wie es hier der Fall ist, oder auch bei kreisförmig gekrümmten Flächen. So, jetzt habe ich meine beiden Kontaktflächen definiert. Als nächstes muss ich die Kontakteigenschaften senkrecht zur Fläche, zu dieser Kontaktfläche definieren. Und da möchte ich gerne Auswahl bei Zug haben. Die beiden Flächen, die können ja auch aufeinander kleiden. Also kann ich jetzt hier in diesem Bereich noch die Kontakteigenschaften parallel zu diesen Flächen einstellen. Und da gibt es hier eine ganze Menge Möglichkeiten, was wir zur Verfügung haben. Volle Kraftübertragung, Stachelreibung und so weiter. Was ich hier verwenden möchte, ist eine Stachelreibung. Da gebe ich hier an dieser Stelle einfach nur einen Gleitreibungsbeiwert, zum Beispiel 0,3 ein. Und das ist alles, was ich hier zu definieren habe. So, mit OK habe ich die Kontakteigenschaften hier fertig definiert. Jetzt geht's weiter. Ich habe gesagt, hier in der Mitte möchte ich gerne eine Schraube haben. Die möchte ich als Stabelement modellieren. Hier habe ich schon einen Knoten. Den anderen Knoten, den erzeuge ich mir schnell über die Kopieren-Funktion. So, diese beiden Knoten verbinde ich jetzt durch ein Stabelement. Und da hole ich mir aus meiner Bibliothek ein Rundstahl 12 raus. Also es soll eine M12er Schraube sein. Ist eigentlich nicht ganz richtig. Diese Schraube oder dieser Durchmesser müsste ein bisschen geringer sein. Wenn ich es genauer berücksichtigen möchte, dann müsste ich mir einen Durchmesser raussuchen, der den gleichen Spannungsquerschnitt hat wie diese Schraube. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Also diese Schraube hängt einfach in der Luft. Die ist mit diesem Rand von diesen Öffnungen überhaupt noch nicht verbunden. Da erinnern wir uns mal daran, was ich am Anfang gesagt habe, was ich für Probleme lösen muss. Diese Schraube, dieses Stabelement, das wird hier auf Abscheren beansprucht und ich habe hier ein Kontaktproblem. Das heißt, die Kräfte, die jetzt hier aufgebracht werden, dürfen auf die eine Seite des Randes übertragen werden, aber nicht auf die andere Seite. Und da gibt es in FM die Möglichkeit, dass man eine spezielle Art von Flächenelementen hier verwendet. Und zwar diesen Flächentyp zugfrei. Streitigkeit zugfrei stelle ich hier ein. Und hier in diesem Bereich, in diesem Bild, wird eigentlich ganz schön gezeigt, was dort eigentlich passiert. Hier steht was mit Sigma 1M und Sigma 2M. Erstmal, was bedeutet das M? Das M heißt Membranspannung. Also wir haben hier einmal Biegespannung in einem Flächenelement und Membranspannung. Membranspannung sind diese Scheibenspannung in der Flächenebene. Dafür gibt es Hauptspannungen. Und diese Hauptspannungen sollen immer kleiner 0 sein, also sollen immer nur Druck übertragen. Wenn sie größer 0 sind, also bei Zug, würden diese Elemente ausfallen. Das ist genau das, was ich brauche. Flächendicke lasse ich 15 mm und solche Flächenelemente füge ich hier
und an dieser Stelle ein. Schauen wir das Ganze nochmal in der Grafik an. Also das Stabelement sieht man jetzt ganz gut. Und es ist auch tatsächlich am Rand angeschlossen. Damit hätte ich eigentlich diese ganzen Nichtlinearitäten, diese Kontaktprobleme hier in diesem Bereich gelöst. Ich muss mich jetzt noch darum kümmern, dass dieser Rest vom Flachstahl noch fertig modelliert wird. Dazu selektiere ich diese Linien. Und die müssen jetzt hier vorne angreifen. Per Drag and Drop verschiebe ich die einfach am oberen Ende. Schließe ich das Ganze jetzt einfach durch Linien. Und das, was ich hier gerade geschlossen habe, das fülle ich jetzt durch eine Fläche. Und an dieser Stelle. So, damit bin ich eigentlich schon mit diesem Viertel, was ich hier zunächst mal modellieren wollte, recht weit. Das ist eigentlich fix und fertig schon modelliert. So, jetzt kann ich hergehen und das, was ich schon habe, spiegeln. Ah, aber eine Sache habe ich vergessen. Bevor ich das mache, kümmere ich mich schon mal um das FE-Netz. Das FE-Netz, die globalen Einstellungen, die waren schon in meiner Vorlage definiert. Die waren auf 20 mm eingestellt. Das passt hier für dieses Beispiel ganz gut. Allerdings in diesen Bereichen, wo ich dieses Kontaktproblem habe, da möchte ich, dass das FE-Netz ein bisschen feiner ist. Und deswegen definiere ich hier bei diesen Volumen gleich eine FE-Netzverdichtung. Die soll in dem Fall 5 mm betragen. So, damit ist das auch erledigt. So, jetzt kann ich den Rest des Modells durch die Spiegelfunktion erzeugen. Eine Kopie möchte ich erstellen. Gespiegelt werden soll am Ursprung, deswegen habe ich es ja extra an den Nullpunkt verschoben. Und zunächst mal an der YZ-Ebene. So, wichtig ist, dass ich das jetzt hier wieder ausschalte. Und nach OK habe ich den linken Bereich. Ich selektiere das Ganze nochmal spiegeln, aber jetzt an der XY-Ebene. So, damit bin ich mit meiner Struktur fertig, außer die Auflagerbedingungen. Bei den Auflagerbedingungen mache ich es mir an drei Stellen sehr einfach. Ich selektiere einfach hier diese Linien und sage, dort sind Linienlager. Und da mache ich mir auch nicht allzu viel Gedanken drum. Ich sage einfach, das sind lokale Linienlager. Und diese Stellen hier sind sowieso für meine Berechnung nicht maßgebend. Das, was mich interessiert, ist dieser Bereich von diesem Kreisring. Und ob ich jetzt hier ein bisschen größere oder kleinere Spannungen habe, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Das ist ein völlig unkritischer Bereich. So, deswegen sage ich, X soll frei sein, Y und Z soll gehalten sein. Okay, und hier habe ich meine Auflager. So, an dieser Seite hier möchte ich gerne ein Knotenlager erstellen. Und zwar soll das verschieblich in Richtung dieser Diagonale sein. An der Stelle möchte ich dann auch meine Kraft aufbringen. Das mache ich, indem ich hier an dieser Stelle das Knotenlager einsetze. Einen neuen Typ. Das hier gebe ich mal frei. So, das ist eigentlich nicht ganz genau das, was ich haben wollte. Ich möchte, also die Freiheitsgrade, das stimmt schon, diese Richtung soll, oder soll frei sein in einer Richtung, aber ich möchte das Ganze gerne gedreht haben. Also bearbeite ich das Ganze nochmal und sage, das Ganze wird nicht global definiert, sondern gedreht. Und da habe ich hier eine Möglichkeit, Auflager nach verschiedenen Kriterien zu drehen. Ich werde jetzt hier oben das verwenden, dass ich um einen gewissen Winkel das drehe.
Ich hätte aber auch genauso gut sagen können, identisch mit einer Linie, und hätte hier die Mittellinie wählen können, wäre ganz genauso möglich gewesen. Hier möchte ich jetzt einen Winkel eingeben, und diesen Winkel, den möchte ich mir mit diesem Menü aus meiner Struktur herausmessen. Über drei Punkte. So, wo tritt dieser Winkel auf? Das ist hier unten in diesem Bereich. In diesem gelben Dialog wird mir jetzt genau gesagt, was ich zu tun habe. Als erstes muss ich den Scheitelpunkt des Winkels anklicken. Das ist dieser. Als zweites den ersten Endpunkt. Das ist dieser hier. Und den zweiten, das wird dieser. Und da wird dieser Wert hier übernommen, also 42,27 Grad. Diese 42,27 kopiere ich jetzt mit Steuerung C in meine Zwischenablage und merke mir diesen Wert mal. Hier unten sehe ich jetzt eine Vorschau, und da sehe ich, ja, das ist eigentlich schon so, dass wie ich das gerne haben möchte. Okay, bestätige ich das und schaue mir das Ganze nochmal in der Hauptgrafik an. Also das ist genau das, was ich gerne haben möchte. Einen kleinen Fehler habe ich gemacht, und zwar bei diesen Auflagern, den Linienauflagern. Da muss ich diesen Typ nochmal bearbeiten, und in X-Richtung muss ich das auch noch halten. So, jetzt habe ich meine Auflagerbedingungen fertig definiert, und ich bin eigentlich mit meiner Struktur soweit fertig. Ich möchte jetzt mit der Belastungseingabe weitermachen. Dazu erzeuge ich einen neuen Lastfall, und ich erzeuge auch nur einen einzigen Lastfall. Eigengewicht brauche ich jetzt hier nicht. Ich könnte jetzt aus meinem Startwerksprogramm, aus der Berechnung des Verbands, mir die Kraft raussuchen, und das ist ja schon eine Bemessungslast, und deswegen nenne ich diesen Lastfall auch Bemessung. Okay. So, für diese Bemessung muss ich jetzt an dieser Stelle hier eine Knotenlast aufbringen. Neue Knotenlast. Grafisch mache ich das. So, da habe ich beispielsweise 30 aus meinem Startwerksprogramm rausgemessen und gebe die erstmal auf. So, jetzt habe ich hier ein ganz ähnliches Problem wie mit diesem Auflager. Das zeigt einfach nach unten, und ich möchte jetzt eigentlich, dass das hier um diesen Winkel in diese Diagonale hineingedreht wird. Das mache ich mal über ganz genau den gleichen Weg. Wenn man sich das hier anschaut, kann ich auch das hier aufrufen, diesen Dialog. Hier muss ich 30 eingeben, und ich komme in ganz genau den gleichen Dialog, auch der schon mal zu sehen war für die Drehung der Auflager. Jetzt habe ich noch in meiner Zwischenablage den rausgemessenen Winkel mit Steuerung V, füge ich den ein. Hier in meiner Vorschau sehe ich, ja, das ist noch nicht ganz richtig, da müsste ich nochmal 90 Grad dazu addieren. Das mache ich, gebe das hier ein, und in der Vorschau sehe ich, ja, okay, so müsste diese Last aufgebracht werden. Okay, und nochmals okay. Und Kontrolle in der Grafik, so sollte das Ganze sein. So, damit habe ich eigentlich meine Belastung schon fix und fertig modelliert. Und ich erzeuge mal das FE-Netz, bevor ich meine Berechnung starte, kontrolliere das mal. Hier in diesem Bereich von der Diagonale sehe ich, ist das FE-Netz grob. Das ist auch gut so, weil mich der Bereich nicht interessiert. In diesem Bereich hier, wo es auch nicht so kritisch ist, ist es auch grob, das passt. Nur in diesem Bereich hier ist es entsprechend fein. Das hängt mit diesen FE-Netzverdichtungen zusammen. So, ich starte mal die Berechnung. Die Berechnung, das dauert jetzt ein bisschen, das dauert eine gute Minute. Der Grund ist, das ist jetzt eine nichtlineare Berechnung, die ich durchführe. Nichtlinear deswegen, ich habe hier meine Kontaktelemente, und ich habe hier außerdem diesen Bereich mit dieser nichtlinearen Fläche. Und das Ganze wird iterativ gelöst. Und außerdem, damit das Ganze besser und sicherer konvergiert, werden hier verschiedene Laststufen aufgebracht. Dort Voreinstellung, wenn er findet, dass so eine Nichtlinearität vorhanden ist,
ist dort immer 5 voreingestellt, das ist auch ein ganz guter Wert. Also wird zunächst nur ein Fünftel der Last aufgebracht. Jetzt sind wir gerade bei 2/5, dann wird immer versucht, das Gleichgewicht zu finden und so weiter. Und da in dem Zusammenhang ist es vielleicht ganz wichtig, dass man dieses Diagramm hier immer ein bisschen im Auge behält, wenn man nicht lineare Berechnungen durchführt. Und so wie dieser Verlauf hier ist, ist es eigentlich ideal. Also ich nähere mich einer Laststufe an, dann verläuft sie horizontal, bis es konvergiert hat und so weiter. Wenn ich hier einen Verlauf habe, der irgendwie hin und her springt und es sind irgendwelche unregelmäßigen Kurven zu sehen, dann ist es immer ein Hinweis darauf, dass man irgendwo ein Problem in seiner Struktur hat, wenn man vielleicht ein paar mehr Laststufen macht oder seine Struktur einfach mal kontrolliert. Hier in diesen rechten Balken sieht man, wie viel Last aufgebracht ist. Also wir sind jetzt bei 4/5. Und dieser rechte Balken, der wird auch manchmal rot. Und wenn dieser Balken rot wird, ist das ein Hinweis darauf, dass in der Struktur irgendwo an irgendwelchen Stellen große Verdrehungen auftreten. Also auch dann ist ein bisschen Obacht geboten. Das sollte man möglichst auch vermeiden und man sollte schauen, an welchen Stellen das auftritt. So, jetzt müsste eigentlich gleich durch sein mit der Berechnung. So. Ich glaube, jetzt ist die letzte Iteration. Jetzt haben wir es geschafft. So, wie bei allen FEM-Berechnungen kontrolliere ich zunächst mal die Plausibilität der Ergebnisse. Und, schauen wir uns mal an. Die Größenordnung zunächst mal 21 mm passt. Und die Verformungsfigur schauen wir uns mal an. Hier sieht man, dass sich das ganze System nach vorne bewegt. Das ist zunächst mal ein bisschen ungewöhnlich und muss mal drüber nachdenken, wie das Ganze wirkt. Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich hier eine einschnittige Verbindung benutze. Und durch diese einschnittige Verbindung und diesen exzentrischen Anschluss von dieser Fläche an diesem Ring erzeuge ich natürlich in diesem Ring hier eine Biegung. Dieser Ring verbiegt sich. Das sieht man hier auch sehr schön in dieser Grafik. Und durch diese Verbiegung wird dieser gesamte Ring nach vorne gedrückt. Also, wenn man darüber nachdenkt, ist das Ganze durchaus plausibel. So, jetzt bin ich mir sicher, auf die Ergebnisse kann ich mich verlassen und jetzt kann ich auch die Ergebnisse auswerten. Was mich interessiert, sind die Spannungen, und zwar die von Mises Vergleichsspannungen. Und da möchte ich gerne mal schauen, in welchem Bereich ich so bin. Ich schalte die mal ein und da sehe ich hier zunächst mal lauter blaue Flächen. Und hier, wenn ich mir die Spannung anschaue, da sehe ich, das ist mehr als das 10-fache überschritten. Die Frage ist, warum ist das so? Es wird auch diese Spannung an diesen Hilfsflächen, die ich hier eingeführt habe, die wird auch angezeigt. Interessieren tut mich jetzt aber eigentlich nur die Spannung, die in diesem Ring hier hinten zu sehen sind und in diesen Hilfsflächen, das interessiert mich nicht. Also baue ich mir jetzt mal einen Ausschnitt zusammen, wo ich genau das sehe. Ich schaue mal in Z-Richtung auf das System drauf, verwende die Funktion Sichtbarkeit mittels Fenster. Den Ring hinten schneide ich mir aus. So, diese Flächen, diese Hilfsflächen, die möchte ich jetzt noch ausblenden. Dazu selektiere ich mir die einfach über Selektieren speziell. Da geht es mir um Flächen. Und zwar Steifigkeit zugfrei. Und hier in diesem Menü finde ich jetzt diesen Befehl, dass ich Sichtbarkeit mittels Ausblenden selektierte Objekte einstellen kann. Damit sind diese Flächen auch weg. Und ich sehe nur noch das, was mich interessiert. Hier sehe ich jetzt auch meine Spannungen. Wenn ich jetzt hier ganz nah ransehe, müsste ich auch die größten
Spannungen sehen. Also in diesem Bereich hier treten die auf. Und ja, also sehe ich, das ist im plausiblen Bereich und ist relativ hoch ausgelastet. Hier sehe ich auch schon diesen Effekt dieser Lochleibung. Also nur in diesem Druckbereich wird die Spannung übertragen, hier im Zugbereich wird die Spannung nicht übertragen. Okay, das zur Modellierung und zur Auswertung. Und wie angekündigt, möchte ich jetzt noch ein paar Sachen zu dieser Art der Modellierung sagen. Wo sind Schwachstellen, was könnte man noch besser machen? Erstmal, meine Schraubenelemente, diese Stabelemente, die habe ich jetzt einfach so hier diese Struktur eingebaut. Wenn man Schrauben normalerweise in der Praxis verwendet, in diesem Fall würde man diese Schrauben vorspannen. Auch das kann ich in der Erfüllung berücksichtigen, indem ich einfach diesen Stab nehme und diesem Stab eine neue Stablast zuweise. Und da habe ich hier die Möglichkeit, dass ich hier Vorspannkraft aufbringe. Das mache ich jetzt nicht, um mein Ergebnis nicht zu löschen. So, die nächste Sache wäre, was ich vielleicht in der Modellierung noch ein bisschen genauer oder besser machen könnte, das FE-Netz hier in diesen Bereichen ist eigentlich ein bisschen zu grob. Hier sehe ich, dass ich einen relativ starken Abfall über ein einziges Element habe. Das könnte man eigentlich ein bisschen feiner noch modellieren. Und ob Sie es sehen, je feiner ich modelliere, desto länger wird auch die Rechenzeit. Eine andere Sache, was ich auch noch berücksichtigen könnte, gerade in diesen Bereichen hier, wo ich relativ hohe Spannungsauslastungen habe, da wird das Material in Wirklichkeit sicherlich anfangen zu fließen. Solche Effekte kann man in RFM auch berücksichtigen. Das geht relativ einfach, indem ich nämlich hier als Materialmodell nicht isotrop linear elastisch verwende, sondern plastisch oder nicht linear oder plastisch 2D, 3D. Damit, mit diesem Materialmodell, ich zeige es mal ganz kurz, kann man solche Sachen wie das Fließen hier ohne weiteres abbilden. Das ist natürlich eine weitere Nichtlinearität, die man dann in dieses Modell packen würde, was dann wieder auch zu Konsequenzen bei der Berechnung führt. Eine andere Sache, die ich vielleicht noch kritisch mal anmerken möchte zu diesem Modell ist, man könnte ja auch so ein Modell dazu verwenden, indem man einfach die Federsteifigkeit von so einem Anschluss hier mal berechnet. Man könnte da einfach eine Einheitslast auf die Diagonale aufbringen, sich die Verformung anschauen in Richtung der Diagonale und daraus eine Federkonstante zurückrechnen. Wenn ich mir jetzt diesen Bereich hier anschaue, dieses Stabelement, dann muss ich aber allerdings sagen, dass das nicht so ganz realistisch ist. Denn dieses Stabelement ist eigentlich nur an zwei Punkten vorne und hinten jeweils mit diesen Flächenelementen verbunden und es kann sich so richtig S-förmig hier verformen, was es in der Praxis sich nicht kann. Dort kann sich das eigentlich gar nicht verformen und es wird einfach nur auf Schub in der Schubfuge beansprucht. Das liegt daran, dass ich hier bei Flächenelementen immer nur mit den Mittelflächen modelliere und diesen Einspanneffekt dann im Prinzip nicht berücksichtigen kann. Deswegen wäre ich vorsichtig, hier diese Federkonstante auf diese Art und Weise zu berechnen, weil die wird mit Sicherheit zu klein sein. Ich kann hier an dieser Schraube noch eine ganze Menge viel aufwendiger modellieren. Ich habe diese Schraube jetzt einfach mit Flächenelementen hier am Rand angeschlossen. Das könnte ich noch ein bisschen aufwendiger machen, indem ich beispielsweise die Schraube einfach ein Stückchen rausziehe, das Stabelement, und diese Mutter und den Schraubenkopf jeweils durch eine weitere Fläche abbilde, die ich hier rundherum führe und mit einem zweiten Kontaktproblem oder mit einem zweiten Kontaktelement ringförmig dann auf diese Flächen aufbringe. Damit könnte ich diese Schraubenköpfe ganz gut abbilden. Wenn ich es ganz genau machen möchte, kann ich auch so weit gehen, dass ich da hier anfange, diese Schraube mit Volumenelementen und kreisförmigem Kontakt abbilde. Und da muss ich natürlich auch ein Stück zumindest von dieser Diagonale und von dem Kreisring ebenfalls mit Volumenelementen abbilden. Sie merken, man kann immer noch mehr machen, immer noch genauer gehen, aber der Eingabeaufwand wird dann mit der Zeit relativ hoch.
Okay, das wäre es, was ich zu diesem Modell zu zeigen habe. Und ich bin damit am Ende von diesem Vortrag.